Also jeder, der mich kennt, also erstmal hallo zum Video. Jeder, der mich kennt, weiß ja, was ich für eine ruhige Seele bin und wirklich ich immer, wieso lachst du jetzt? Also ich finde schon, dass ich wirklich immer ausgeglichen, freundlich, fröhlich bin. Aber es gibt natürlich auch Punkte, wo mir voll auf den Sack gehen, wo ich echt, da kriege ich, wenn ich sowas dann schon wieder sehe. Jede Woche muss ich diese Dinger da ersetzen, das da, weil es rostet. Und weil das mir dann auch schon wieder meine ICP versaut. Und da habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Und weil mir das auch viel zu teuer ist. Und nur für die, die es nicht wussten, wenn ich mich so aufrege, das hat genetische Hintergründe. Da ich ja Schwabe und halber Schweizer bin, da kommt das halt alles zusammen. Insofern habe ich mir jetzt gedacht, ich mache euch mal ein Video für Dinge, die ich benutze, weil mir sowas einfach viel zu blöd ist. So, das ist zum Beispiel eins dieser tollen Geräte, wie ich sie gern habe. Das ist ein Teigschaber. Gibt es für, ich glaube, 1,99 bei, naja, wisst ihr, Lebensmittelmärkten. Da gibt es weiche und harte. Und die harten davon, die sind sensationell, wenn es darum geht, dass man seine Aquarienscheiben putzen will, leichte Belege wegmachen kann. Man kann auch mal an der Kalkalge rumkratzen, da geht das auch, wenn man nicht so lange wartet. Und hat ein super tolles Werkzeug, das nicht rostet. Möchte man das jetzt wieder schärfen, nimmt man einfach ein Messer, zieht einmal die Kante ab und hat dann wieder ein scharfes Gerät, mit dem man wieder arbeiten kann. Es rostet nicht, 1,99 für mich Spartipp Nummer 1. Was jeder von euch rumliegen hat, sind garantiert alte Magnete. Von irgendwelchen Pumpen, von irgendwelchen Sachen. Immer solche Dinge, so wie ich sie jetzt hier da stehen habe. Von welcher Firma die sind, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas Chinesisches. Nur für die Werbemenschen unter uns. Also, eigentlich müsst ihr schauen, wenn der vergossen ist, ist okay. Was ihr macht ist, ihr nehmt so einen schönen Tütenschließer gedönt, die es da überall zu kaufen gibt, so mit dem man Chipstüten zumacht, klebt ihr euch auf einen Magneten drauf. Die haben nämlich die perfekte Größe, wenn ihr dann Algenblätter habt, dann könnt ihr die einfach nehmen, nehmt das Algenblatt da rein, quetscht das einmal fest und dann kommt es zu den Tierchen ins Aquarium. So, wenn man das jetzt noch richtig rummacht, dann hält das auch. Und tada! Aus nichts haben wir einen schönen Algenhalter gemacht, der bis zum Schluss dann abgefressen werden kann. Das wäre jetzt irgendwie voll cool gewesen, wenn wir da auch Doktorfische drin haben. Aber da wir hier fischpolizeilich gemeldet sind, haben wir hier natürlich keinen Doktorfisch drin schwimmen, sondern nur Antjas. Insofern werden sich die Einsiedlerkrebse auch über die Algen freuen. Ne? Mein Spartipp Nummer 2, alte Magneten, umfunktionieren, paar Cent mit Heißkleber oder Sekundenkleber, klappt das ohne Probleme. So, was hat die Aufnahme jetzt mit einem Toilettenstein zu tun? Ja, wir werden das im Aquarium benutzen. Aber kurz davor zeigen wir euch noch was anderes. Ein kleiner Tipp, den wir immer wieder sagen, ist, bereitet euer Futter vor. Das heißt, ihr könnt mit Wasser die ganzen Futtermittel alle schön zusammen einfrieren. Es gibt solche tollen Eiswürfelbehälter. Demnächst übrigens, kleiner Werbehinweis von mir, auch als Set schon fix und fertig. Aber auf jeden Fall habt ihr so einen Eiswürfelbehälter, da macht ihr euer Futter rein. Wir haben da mal was vorbereitet, damit man es schön sieht. Und das Teil dann kann man dann benutzen, indem man die Fische oder seine Korallen damit längerfristig füttert. Besonders geil ist das, wenn ihr in Urlaub geht und habt dann sowas wie Schwiegermutter oder Verwandte oder all die, die wirklich krampfhaft versuchen, euer Becken zu töten. Da sagt ihr einfach nur ein Eiswürfel am Tag, auch du wirst das verstehen, einen und dann passiert da nichts. Deswegen könnt ihr euch da ganz toll vorbereiten. Also Tipp Nummer 1, macht aus allem eurem Futter Eiswürfel und mit denen könnt ihr dann füttern. Jetzt kann man die natürlich dann auch mal rausholen. So, die sind jetzt besonders lustig, weil sie so eine schöne Form haben. Jetzt nehmen wir den und tun dann da rein. Jetzt kann sich das Futter langsam und in Ruhe auflösen. Und steht den Fischen dauerhaft zur Verfügung. Das hält hier sogar wirklich über eine halbe Stunde teilweise an, je nachdem, wie tief man es ins Wasser steckt. Jetzt ist aber so ein top-designter Halter mit extra Durchlauffunktion, wie wir es natürlich herstellen, vielleicht dem einen oder anderen etwas zu teuer. Das ist auch klar, verstehe ich. Da gibt es aber einen kleinen Trick, den man machen kann. Jetzt kommen wir dazu. Kostet 49 Cent, gibt es in den einschlägigen Deodoranthäusern. Ja. Drogerien waren das, genau. Ach, Supermärkte gibt es auch. Was ihr nicht nehmen sollte, ist das Innere da. Das lasst bitte weg. Aber es ist eingeschweißt, also kein Problem. Nun hat man seinen Eiswürfel, packt ihn einfach da rein. Die passen nämlich perfekt hier rein, wenn man das so ein bisschen fixiert.
und dank des unglaublich modernen Designs und der Halterung und der strömungsoptimierten Aufteilung des Ganzen kann man hier sein Futter reintun. Und was ich euch sagen kann, ist, dass Chelmonts, die gehen da steil drauf ab, weil die mögen diese kleinen Schlitze. Und da picken die dann auch ihre ganzen Müsis und die Sachen dann raus. Das ist richtig gut. Ob das jetzt nachhaltig ist, diesen Behälter dann später auch tatsächlich noch wieder auszuwaschen und ihn neu zu nehmen, weiß ich nicht. Aber vielleicht habt ihr ja Gebrauchte, die man dafür nehmen kann. So, wie immer, wenn wir Jungs am Aquarium arbeiten, sieht es halt hinterher ein bisschen aus. Jetzt kann ich natürlich mir einen Glasreiniger holen und auch ein Mikrofasertuch. Aber wie mache ich denn sowas richtig künstlich sauber? Vor allem, damit es auch wirklich funktioniert. Und da haben wir mit was zu tun, dass wir, wenn wir viel Salz am Glas haben, kann so eine sogenannte Glaskorrosion entstehen. Das heißt, diese ganzen Salzkristalle, die fräsen sich tatsächlich so ein kleines bisschen irgendwann in die Gläser rein. Nehmen wir jetzt einfach ein Tuch und wischen drüber, dann bleibt immer so eine Schicht übrig. Seht ihr jetzt schon wieder, wie es jetzt schon wieder losgeht. Dann gibt es einen ganz einfachen Trick, wie man sowas macht. Dann nehmt ihr einfach einen handelsüblichen Entkalker, wie ihr den für eine Kaffeemaschine habt, tut da ein bisschen auf so ein Papier drauf. Selbstverständlich wird das alles nur mit Augenschutz und Handschutz betrieben, ja, nur der sicherheitshalber mäßig. Und wenn man jetzt damit drüber fährt, dann ist das auf einmal sauber. Und wenn man macht es aber schön nass. Jetzt lösen sich auch die Salz- und Kalkbestandteile, die wir schon drin haben. Jetzt kommt der ultimative Spartipp. Wir brauchen jetzt kein Tuch und kein frisches Wasser, sondern was wir brauchen, ist Zeitungspapier. Altes Zeitungspapier, das knüllt ihr euch zusammen. Und dann fährt man damit einmal über die Scheibe drüber. So. Und dann hat man picobello saubere Glasscheiben. Ohne dass man irgendwas Teures und vor allem, man muss hier gar nicht mit Chemikalien ran, mit Glasreiniger oder irgend so einem Blödsinn. Woher weiß der Schwabe das? Naja, in meiner früheren Zeit, wo ich gelernt habe, habe ich glaube 800 Quadratkilometer Glasscheiben geputzt jede Woche. Von dem her, irgendwann musst du dir sowas machen lassen. Weil mein damaliger Chef war noch schlimmer wie ich. Jetzt sind wir bei Tipp Nummer 5 und ich habe mich mal in unseren Mangrovenwald verzogen. Und nein, Mangroven, vor allem nicht, wenn sie nicht gerade diese Größe haben, sind nicht besonders hilfreich beim Nährstoffexport oder solche Sachen. Ich finde sie toll im Aquarium, sie gehören dahin, aber es ist kein Schwabenspartipp, weil die Dinger sind ganz schön teuer. Dafür, dass es oft nur die Samen sind. Es geht heute um so eine kleine, günstige Spritzflasche, die überall im Bastel und bei Großmärkten verfügbar sind. Ja, ich darf hier mal keinen Namen nennen. Also die Firma Metar, die immer lustige Werbedinger macht, kriegt man das. Warum brauche ich die? Die nehme ich immer dafür, wenn ich meine Koralle säubern muss. Und zwar, manchmal hängt da Sachen dran oder Dreck oder Detritus oder Steine. Und wenn man dann die Sachen so nimmt und man hat eine Spritze natürlich gefüllt mit Meerwasser, kann sie auch mit Süßwasser füllen, dann kann man sowas auch mal nehmen, um eine Koralle von irgendwelchen Dingen, die draufgefallen sind, zu befreien. Man kann selbst das Unterwasser nehmen und da drauf drücken und kann in einer Koralle drin Löcher ausspritzen. Sollte da mal was liegen geblieben sein oder sich ein Tier irgendwo reingefressen haben, dann geht das mit so einer übrigens 1,19 Euro Flasche ideal und wunderbar. Und sowas gehört eigentlich in jeden Haushalt mit Riffaquarium. Wenn wir schon beim Einkaufen sind und wir sind irgendwo in einem Supermarkt drin, dann finden wir auch sowas da. Kleine Salz- und Pfefferstreuer. Besonders cool an der Sache ist, Löcher aufbohren, Staubfutter rein und wenn man füttern will, 1-2 Dosen. Danach macht man nämlich wieder zu. Das Futter bleibt sauber, es wird nicht feucht, man fasst nicht mit seinen Fingern rein und vor allem riecht man danach nicht so sehr. Mein kleiner Tipp, 79 Cent, kleine Streuer für euer Futter. Das Gute an so einer Mangrove ist, dass sie eigentlich immer ganz nett sind. Das heißt, eine Mangrove verletzt muss sich eigentlich relativ selten. Bei Korallen kann das aber vorkommen, vor allem wenn man sich vernesselt. Der Tipp ist jetzt nicht unbedingt nur für die Privatleute gemeint, sondern auch für viele Kollegen, die arbeiten und die immer wieder damit zu tun haben, dass sie sich vernesseln. Aus meiner Erfahrung nach ist das dann so, dann geht man zum Arzt und der Arzt empfiehlt dann irgendeine Salbe, da wird dann meistens mit irgendeiner Fettsalbe rumgemacht und es wird immer schlimmer und schlimmer. Im Businessbereich heißt es auch Salzwasserakne, wenn man sich halt an den Rändern des Salz und die Nesselzellen von den Korallen immer wieder, vor allem in die empfindlichen Bereiche der Unterarme jagt. Dabei gibt es einen ganz einfachen Trick, der wirklich mega ist und sofort wirkt. Und das ist die essig-saure Tonerde. Wenn ihr also sowas habt und ihr habt eine kleine Vernesselung, dann nehmt essig-saure Tonerde, behandelt eure Wunden damit, lasst aber unbedingt die Wunde offen, deckt sie nicht ab, dann geht die Vernesselung ganz schnell weg und die Rötungen und Reizungen, die man mal an einem längeren Arbeitsaufenthalt am Aquarium haben kann. Mein kleiner Spartipp, 2,49 Euro, essig-saure Tonerde aus der Apotheke,
und die Meerwasserreizung ist vorbei. Aufgrund unserer weitreichenden rechtlichen Regelung bin ich mal wieder verpflichtet, alles abzudecken. Es geht heute um Vaseline. Der beste Stoff, den ihr haben könnt und immer an jedes Aquarium gehört. Aus zwei Gründen. Erstens ist das ein perfektes Schmiermittel für Dichtungsgummis, wenn am Pumpen was gemacht werden muss, sodass man in den Außenbereichen oder Gewinde wie bei Eiweißabschäumern, egal wo, mit etwas Vaseline läuft es einfach deutlich besser. Es gibt aber noch einen geilen Trick dafür. Und der ist, wenn ihr Schnecken habt. Solltet ihr Nerita-Schnecken haben oder irgendwelche Krabben, Sachen, die mal auch gerne aus dem Becken rausgehen, dann nehmt ihr einfach etwas Vaseline und macht eine kleine, dünne Schicht an den Rand eures Aquariums. Und schon kriegt kein Tier mehr drüber. Daher mein kleiner Tipp. Vaseline, perfekt. War irgendwie 2,49. Als absolut professioneller Korallenzüchter verwende ich natürlich auch Produkte, die absolut professionell sind. Das ist ja klar. Professionelle Zahnbürsten. Bei uns ist noch Handbetrieb, weil ihr wisst, ich schwabe, spare mir den Strom. Also meine Jungs müssen noch manuell arbeiten. Die Luxuriösen unter uns hätten dann schon eine elektrische Zahnbürste. Da gibt es genügend, die mittlerweile aus Vollkunststoff sind, vergossen sind. Die kann man tatsächlich auch für unter Wasser nehmen und seine Tierchen ab und zu mal oder Steine oder was auch immer mit diesen kleinen Bürstenköpfchen abzuschrubben. Das geht wirklich wunderbar. Wir machen das so, dass wenn wir mal einen Ableger haben, so wie diesen hier, und wir wollen ihn etwas reinigen, dann geht eine alte Zahnbürste hervorragend. Nimmt die Mittelweichen, dann macht es auch mal nichts aus, wenn man auf die Koralle selber drauf kommt. Eine alte Zahnbürste ist das Beste, was man haben kann, wenn es um die Tierpflege geht. Was wirklich richtig ärgerlich ist und was auch immer recht teuer sind, sind Zangen. In der Regel gibt es ja verschiedene Grillzangen bzw. Großpinzetten, die wir nehmen, aber sie rosten halt immer. Man muss immer daran arbeiten, dass sie sauber bleiben und es macht natürlich auch kein gutes Gefühl, wenn man so eine verrostete große Zange immer wieder ins Aquarium reintut. Ein für mich wirklich tolles Hilfsmittel sind diese Holzgrillzangen. Jetzt wird wahrscheinlich wieder jeder schreien, Holz und Wasser geht nicht. Ja, das stimmt, aber mit Salzwasser ist das überhaupt gar kein Problem. Was ihr nur nicht machen dürft, ist die danach irgendwie nass lagern oder in Süßwasser ständig zu benutzen, weil da geht das Holz tatsächlich schnell kaputt. In Meerwasser passiert eigentlich gar nichts. Die Dinger hier, die kosten irgendwas um die 1,90 bis 2,90 Euro und halten locker mal ein Jahr aus, wenn man damit arbeiten will. Und das Gute ist, dass die durch ihre weichen Kanten auch relativ wenig Schäden machen, wenn man damit mal im Aquarium hantiert und sich einfach mal eine Koralle hochholen möchte. Das geht wunderbar. Wer kennt sie nicht? Die Fließfilterfraktion, die Strumpfsockenfraktion, wie heißen sie? Filtersocks. So, dieser ganze Mist, der völlig verfilzt ist nach zweimal, den man überhaupt nicht mehr sauber machen kann. Und jede von den Socken liegt ja auch mittlerweile im zweistelligen Bereich. Und da zieht es mir wirklich jede Socke aus. Ja? Das ist, kann man machen, muss man nicht machen, gibt was viel Einfacheres. Tada! Das da, das nennt sich Wäschenetz. Das sind Kunststoffwäschenetze mit einer ganz tollen, feinen Struktur. Das bindet man einfach über seinen Rücklauf drüber raus und schon hat man einen tollen Filter, wenn man dem mal schnell was rausfiltern muss. Man kann auch Watte reinlegen, sowas in der Art. Danach nimmt man das Ding raus, wird einmal ausgewrungen und kann es dann einfach in die Waschmaschine tun und man kann es immer wieder verwenden. Und diese Wäschenetze halten wirklich ewig und das Ganze für unter 1,50. Wenn ihr jetzt den ganzen Samstag wieder rumgesaut habt in der Bude und eure Holde dann vielleicht irgendwann mal kommt und das muss jetzt hier alles trocken werden, dann ist das auch ein tolles Hilfsmittel. Aber passt gut auf, ne? Ich hoffe ja, dass ihr trotzdem so schlau seid und habt nicht am FI-Schalter gespart. Weil das da oder Geräte im Aquarium sind überhaupt kein Spaß. Also entweder 24 Volt Pumpen nehmen und kauft richtig gute Sachen, weil da hängt mehr wie nur das Leben eurer Tiere dran. Also sparen ist wirklich toll. Und ich liebe solche Tipps und Tricks. Und viele von den ganzen Sachen kriegt ihr natürlich auch im Aquarienhandel, bei den Fachhändlern, wo vielleicht sogar ein bisschen besser geeignet sind oder besser aussehen. Wo ihr aber nie sparen solltet, ist an eurer elektrischen Ausstattung von euren Geräten. Kauft euch Steckdosen mit FI-Schalter dran, macht da einfach keinen Mist oder holt euch gleich richtig gute Geräte. Da bitte nicht sparen. Bei allem anderen kein Thema, macht sogar richtig Spaß. Glaubt's mir, ich lebe das.